Hallo, hier ist Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 9.04.2020 und damit auch den letzten Handelstag vor Ostern? Haben ein langes Wochenende. Freitag, Montag sind Börsenfeiertage im europäischen Raum. Achten Sie da ganz genau drauf, ne, ob Ihre Broker dann geöffnet haben. Im CFD-Bereich ist es häufig so, dass die trotzdem Kurse stellen. Man sollte sich da aber abklären, nicht, dass man Donnerstag noch irgendwo eine Position drin hat, von der man ausgeht, dass man die Freitag irgendwie noch rauskriegt und dann kommt man bis Dienstag oder ja, im Zweifel bis Dienstag nicht ran. Montag das gleiche dann nochmal, dort haben allerdings die Amerikaner geöffnet, das macht natürlich für uns das Gap-Risiko höher, ne, weil die Amerikaner im Grunde frei laufen können und keine Rücksicht nehmen müssen, ob ein DAX hinterherkommt oder nicht. Das heißt, ein DAX wird es dann sehr wahrscheinlich zum Dienstag versetzen. Das kann hoch wie runter erfolgen, da gilt es dann aufzupassen. Wenn ich jetzt nochmal zurückdenke, wie wir vorgestern rausgegangen sind, wie wir gestern rausgegangen sind, waren das immer sehr starke Extreme, ne? Also von sah super gut aus, bis hin zu sah extrem schlecht aus, ne? Gestern haben wir das Video eingeleitet mit so einem Bild, wo alle aus dem Flugzeug rausgesprungen sind. Heute können wir quasi das hier aufgreifen, die direkt die Reißleine gezogen, wieder sich nach oben treiben lassen mit den Winden, die gekommen sind. Hat sich eigentlich jetzt ja, schon stabil gestellt, haben einen Aufwärtsgap gekriegt, sind extrem holprig gestartet im DAX, ne? Wir können ja mal kurz reingucken, sind extrem holprig gestartet und haben dann aufgedreht, sind gar nicht so tief gekommen, wie wir das hier eingezeichnet hatten, ein bisschen höher vorher schon aufgedreht, aber im Grunde kann ich ihn jetzt hier gar nicht viel mehr zeichnen, also er ist immer noch auf der Route, er ist noch in der Bewegung, im Ausbruch letztendlich drin, könnte jetzt hier noch weiter vorwärts treiben, muss die 400 knacken, ne? Die 400 rausnehmen. Und dann wäre da schon was drin. Ansonsten Donnerstag stark zur Seite notiert, häufig scharf Rücksetzer, passen sie da ein bisschen auf. Sind wo auch noch Gespräche am Laufen bezüglich Rohölförderung und so weiter und so fort. Das kann Volatilität reinbringen, ne? Wenn Rohöl sich viel bewegt, das zieht die Indizes schon immer ein bisschen mit, weil da viel dranhängt, Inflation und so weiter und so fort. Also es ist schon ein sehr wichtiger Rohstoff, ne? Also wenn das Gold mal irgendwo weg ist, säbelt, ist das meistens nicht ganz so wichtig, aber bei WTI ist es doch, hängt schon ein bisschen die Wirtschaft halt auch mit dran. Deswegen, da ein bisschen im Fokus, ein bisschen die Achtsamkeit noch mit drauf geben. Donnerstag geschlagen sehr stark zur Seite. Im Zweifel kann das sogar nochmal die Tagesspanne werden halt, ne? Dass man so, was weiß ich, zwischen, was wir hier die letzten Tage jetzt hatten, 5,50 und 1,70, durchaus möglich, dass er nochmal in dem Bereich hin und her springt. Na, also auch unten nochmal einplanen, denken Sie daran, gestern sind wir rausgegangen, da sah es ja echt Katastrophe aus, ne? Sah aus wie kippt doch komplett unten drunter, da musste ich sehr viel Mühe rein investieren ins Video, um hier zu vermitteln, dass das eigentlich gar nicht so schlimm ist, weil wir es ja haben erwartet oder erwartet haben, ne? Dass er bloß ein bisschen zu nervös eben zum Abend war und ich deswegen ein bisschen Respekt davor hatte, dass man vielleicht per Gap hier, per deutlich rum Gap reinkommt, oben wie unten, es ist nun ein Aufwärtsgap geworden, direkt auch, also früh, das, ich fand das da komisch aus, ne? Wie viel Stress die da reingemacht haben, man hat sich gut gehalten, auch die Amerikaner, die haben sich fast schon wieder ans Hoch vorkämpfen können, das macht eigentlich einen soliden Eindruck, also auch da drüben bin ich mal gespannt, was jetzt zum Donnerstag kommt, vor Ostern, ob die Jungs jetzt alle zu Gewinnmitnahmen neigen, ich meine, wir haben seit den letzten Tiefs schon ordentlich Performance gemacht auch. Also, das kriege ich auch so mit von einigen, die hier, wir haben ja hier davon gesprochen, ETFs dazu im Sparplan zu kaufen und so weiter und mal was reinzulegen, auch an Aktien. Da kriege ich momentan auch viel Rückmeldung, dass die Leute ihr Zeug jetzt schon realisieren. Die sagen sich, ach Mensch, ich habe jetzt hier 25, 30, 50% in manchen Aktien, in manchen Positionen plus, das reicht mir. Ich gehe jetzt hier erstmal wieder raus. Ne, wenn sowas auf breitem Feld auch bei den Instituten dann kommt und die hier alle Kasse machen, kann ich mir schon vorstellen, dass da ein bisschen drücken kann, erst nochmal vor Ostern. Ansonsten, wir sind im Ausbruch, wir wollten die aufwärts replizieren, da fehlt noch was, also ich würde den Pfeil einfach so drin lassen, mehr kann ich Ihnen gar nicht mitgeben. Das heißt, hier braucht man auch jetzt nicht rumstochern, nehmen Sie mal ein bisschen mit, wenn der Donnerstag aufmüpfig wird, so zwischen 5,70 und ja, 1,70 muss man schon mitrechnen, dass er noch zur Seite pendeln kann. Also ich würde jetzt auch nicht zusprechen, dass er jetzt hier zu krass oben rausballern kann. Dafür ist er zu träge, auch noch zu wenig impulsiv, auch zu sehr seitwärts orientiert.
aktuell noch gewesen. Ansonsten so, ja, Stundenschluss über. Also, vielleicht, wenn er so einen Stundenschluss über hier, was weiß ich, 500, 530 vielleicht so schafft, 500. Ich glaube, das wäre schon ein Kaufsignal. Ein Kaufsignal nochmal oben raus und ansonsten unten Stundenschluss unter 170 wäre Katastrophe. Würde uns nochmal Platz bis an die 99 reingeben, falls mit den Rohöl-News da, was weiß ich, so solche Verwerfungen auftreten, dass man darf niemals nie sagen, ne? Auch vor so einem längeren Wochenende mal ein bisschen alles mit auf dem Schirm halten. Ansonsten, ja, sieht gut aus, hat gut aufgedreht, muss über die 400 jetzt noch drüber, das ist ganz wichtig. Ich knackte die 400 noch, dann wäre die 500 dran, die 450 wäre dran, die 500 wäre dran. Und wenn er die 500 per Stundenschuss noch kriegt, dann hat er auch nach oben wieder ein bisschen Möglichkeiten zu squeezen, auch wieder aufgesammelte Short-Positionen rauszuhauen, die hier vielleicht unter Stress geraten sind, die hier aber noch nicht rausgegangen sind bei dem Rücksetzer, weil sie einfach mit einem Abwärtsgap gerechnet haben, zum Beispiel. Ne, solche Positionen, die kriegt man hier oben wieder rausgeschoben. Ich glaube nicht ganz, dass es so intensiv wird wie beim letzten Mal, als wir über die 10.000 sind, aber so ein bisschen squeezen kann er schon dann oben, wenn er es drüber schaffen sollte. Ja, primär hätte ich ihn trotzdem eher mehr seitwärts. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier mal einen Ausschlag über die 400 probieren. Kann mir aber genauso vorstellen, dass wir auch vielleicht sogar im Rahmen der News nochmal eine richtige Kerze nach unten kriegen. Eine schnelle. Und im Zweifel kann die sogar bis 71 gehen halt. Das sollte man auf dem Radar haben. Da so unter die 200 nochmal kurz drunter. Ich würde es mit einplanen zum Donnerstag. Ne? Insbesondere auch dann, wenn er zum Beispiel schwach reinstartet, wenn er gar nicht die 400 geknackt kriegt zum Start, sondern tief reinkommt. Aber grundsätzlich, das, was wir gemalt haben, da stehe ich noch dazu, das passt noch, es hat aufgedreht, er hat sich gefangen, er hat sich in der Zone stabilisiert, vielleicht sogar ein bisschen darüber, als das wir es wollten, aber er hat sich stabilisieren können. Das heißt, der steile Anstieg wurde schon recht früh aufgefangen, wieder aufgedreht und wenn da jetzt Käufer reinkommen, wenn man den drückt, gute Karten, hat er gute Karten. Ne? Ansonsten Tagesschart, hat er sich jetzt auch erstmal nochmal hochgeschoben, sollte die Marke jetzt hier oben fallen, die 500, 470, 500, wie gesagt, wäre auch hier jetzt erstmal so nichts da. Ne? Das obere Band, das würde dann nachgeben. Aber er hätte jetzt aus dem Tagesschart hätte er jetzt erstmal keine Ängste zu befürchten. Von daher können wir auf der Ebene bleiben und schauen uns das mal an, wie er zum Donnerstag reinkommt. Ansonsten überlegen Sie wirklich gut, wie Sie mit Positionen umgehen, wie Sie Positionen noch halten. Auch über das lange Wochenende sollte man in sich gehen, ob man das will, ob man sich vielleicht aushält, wie auch immer. Es kann alles passieren. Ne? Das sind echt 5 Tage. 5 Tage sind momentan eine sehr, 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 sehr lange Zeit. Also beziehungsweise 4 Tage kein Handel, aber bis zum 5. Tag, wo sie dann wieder handeln können. Ne, wenn sie die aktuellen Entwicklungen so gucken, auch mal schauen, was wir immer fürs Wochenende jetzt fürs Gaps hatten. Da waren die Wochenenden nur 2 Tage lang, immer wieder. Ne? Starke, starke, starke Gaps übers Wochenende. Teilweise von 500 Punkten. Wenn jetzt 4 Tage nicht gehandelt werden kann, ne, muss man schon gucken. Das hat ordentlich Zündstoff. Oben wie unten. Lassen Sie Italien die Zahlen wieder explodieren oder keine Ahnung, irgendwas, womit jetzt gerade keiner rechnet, es planen alle so diese Deeskalation ein, ne? Lassen Sie da irgendwas kommen, womit jetzt keiner rechnet, was weiß ich, zum Beispiel China bricht es wieder komplett am Wochenende aus, dass die irgendwie 20.000 Neuinfektionen melden und wieder Lockdown verkünden. Also ich glaube, sowas wäre echt Gift und man muss hier mit allem rechnen, man kann ja nicht sagen, nee, kommt nicht. Das ist zu schnelllebig gerade alles. Ne? Die Wohler ist auch extrem hoch, sehr anfällig dafür schnelle Bewegung. Und deswegen überlegen Sie sich das gut. Ansonsten wünsche ich Ihnen allen ein schönes Osterfest. Ja, wahrscheinlich ja alleine. Ne? Ich weiß nicht, wie Sie es machen. Also bei uns ist hier Familie. Ja, ich weiß noch nicht, wie wir es machen. Also das ist dies Jahr komisch. Es ist anders, aber es ist einfach anders. Ja, weiß man auch mal zu schätzen, was man hat an den anderen Leuten, die man sonst immer so um sich drum rum hat, die man jetzt nicht hat. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass alles gut geht und gut wird und wer weiß, vielleicht kriegen wir ja auch mal ein bisschen Lockerung dann wieder rein nach Ostern, insbesondere für diejenigen, die hier Gewerbe haben und so weiter. Ich glaube, das ist momentan keine schöne Zeit. Auch viele, die über ihre Arbeit damit dranhängen. Also ich weiß nicht, ich
kann das schon wertschätzen, dass ich hier wirklich Glück habe und da eigentlich so gut wie gar nicht mit betroffen bin. Also in beruflicher Hinsicht wirklich gar nicht, überhaupt nicht damit betroffen bin halt, ne? Das kann ja leider nicht jeder von sich behaupten, ne? Also so traurig wie das ist. Und ja, ich drücke Ihnen die Daumen, dass das gut wird. Insofern schönes Osterfest, ein paar freie Tage. Sie hören mich dann. Ich weiß nicht, wann ich die Analyse reinhaue. Vielleicht mache ich das auch schon über die Osterfeiertage, vielleicht mache ich schon einfach Karfreitag. Aber an sich mache ich es immer ganz gerne, dass ich dann den Montag abwarte, wenn die Amerikaner handeln, ne, damit wir für den Dienstag dann auch die Kursbewegung schon gesehen haben. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass sie die Analyse für den Dienstag dann tatsächlich auch erst so zu den normalen Zeiten am Montag kriegen, weil ich mir den 22-Uhr-Schluss dann eben noch mit angucke, den die Amerikaner am Montag setzen. Ne? Also nicht, dass sie da irgendwo drauf warten. Kann schon passieren, dass die erst ja, Montagabend dann publiziert wird. Okay, also. Ja, mehr kann ich gar nicht sagen. Schöne Tage. Tschö.